Gut, dann würde ich sagen, latsch mir jetzt mal da runter, ne? Ja, gut, das bedeutet. Oh, guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Lara! Lara! Antworte mir! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du. Verdammt, Lara, sei nicht tot. Nach der Lawine kam ein kurzes Signal. Ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Ja. Wissen wir jetzt ja auch. So. Ab nach unten. Oh Scheiße, was mache ich denn jetzt? Gut. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Da muss ich hoch. Wait. Mal das Ding baue ich schon mal. Ein Sturm kommt auf. Das ist entweder gut oder schlecht für uns, je nachdem. Wissen tue ich das noch nicht so genau. Ich denke, das kann man mitnehmen, aber das kann man nicht mitnehmen. Das Ding kann man auch nicht mitnehmen. Hier waren wir doch schon mal. Gut, gut. So. Schon mal so für den Fluchtweg. Da ist noch ein Funk. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvor gekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden und mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte. Bitte sei vorsichtig. Gut. Oh, Repetierkomponente.
Ja, eigentlich hätte ich jetzt gerne mal meinen geilen Bogen noch. Oder habe ich den Bogen schon? Ich bin mir nicht mehr so ganz so sicher. Ich muss Schutz suchen. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Okay. Jonah kennt ihr wohl schon sehr, sehr lange. Geil, jetzt habe ich den Bogen umsonst verschossen. Den Pfeil umsonst verschossen. Ich muss aber sagen, die Haare sehen schon geil aus, ne? So, fällt er nicht. So, besser. Ja, nicht der Bogen, die immer... verteilt. Gut, gut. Jonah muss irgendwo da oben sein. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad... soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... du wirst leben. Thank you.
Bekommt da jemand nasse Füße? Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Hörnchenfeld wäre doch auch gar nicht mal so ungeil. Na? Spuren. Wow. Dafür hättest du dich auch nicht hinbeugen müssen. Give me Holz. Feuer einstellen. Es ist nur ein Reh. Nervöser Zeigefinger. Sorry. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Hab dich! Mist. Au. Oh. Rote Fässer. Warte mal, rote Fässer direkt neben einem Kraftwagen. Ach ja. Politik der verbrannten Erde. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Aha. Aber erstmal was ist passiert? Der Truck war zu schwer. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir nicht. Was ist das? Falsch! Gift! Scheiße. Das war nicht so genial. Aber hey. War es in der letzten Zeit schon nicht so. Haben wir denn hier irgendwas? Ja, guck mal. Cool. Gut, gut, dann können wir...
Ach Mist! Wieso musste der direkt daneben stehen? Habe ich etwa keine... Nein! Ja, war dumm von mir.